Recht herzlich willkommen zur 113. Folge, ist es glaube, zu Avarion. Ja, wie ihr seht, es gab ein Update und Bergbau- und Abwrackänderungen. Wichtig, wir haben den Ressourcenabbau verändert. Ja, außerdem versuchen wir da mal etwas Neues und zeigen euch die wichtigsten Änderungen bei Updates in diesem Fenster. Also kann man hier sich jetzt angucken, was die gerade Neues gemacht haben, ne? Bergbau- und Abwrackänderung, normaler Bergbaulaser, Effizienz ist gefallen und dann gibt es den neuen Rohbergbaulaser und der ist der Hit. Also das ist schon mal das, was passiert ist. Ne, Effektivität, Bergbaulaser schlecht. Die jetzigen Bergbaulaser und jetzt gibt es einen neuen, einen Rohbergbaulaser. Gut, was haben wir noch? Mehr Ressourcen sind in Asteroiden, okay. Das denke ich mal, haben sie ganz cool gemacht, dass man jetzt sieht, was da geändert ist, so mit den Bildern und sowas. Raffiniere Erze an Ressourcendepots, okay, dann geht man dann halt Schritt 1, neuer Lu. Es sind Erze, sammle Erze im Frachtraum, gehe Schritt 2 zur Raffinerie in Ressourcendepot, erhalte Ressourcen. Okay, Drohne keine Änderungen. Sogar noch schneller Ressourcen sammeln als vorher, da es mehr Ressourcen als Droiden gibt. Okay, das ist klar, die sieht dann nur noch gleich aus. Da ist es so, Asteroiden mit versteckten Ressourcen, okay. Das heißt, man sieht sie von außen nicht mehr, sondern von innen. Ah, Bergbausysteme braucht man, um dass es dann da vorangeht. Okay, und das war schon. Gut, da haben wir das erledigt. Hier hatten wir ja den Zotan letztes Mal, der jetzt nur noch einen Punkt sogar hat. Also der ist noch schlechter geworden, aber wir haben jetzt keine Chance, da was zu tun. Der ist stationär gebunden momentan. Ja, wir hatten den hier followen lassen. Das ist auch passiert. Und ja, hier ist ja unser Schiff. Da müssen wir mal gucken, dass wir das hinkriegen, dass wir da ein bisschen noch was verbessern. Was haben wir denn hier noch für ein Zeichen? Nicht genug Besatzung für alle Bergbautürme. Okay. Ja, da sind wir noch hart dran am Arbeiten. Hier gab es aber keine Stationen, ne? Außer unsere eigene. Und da könnten wir sicherlich was tun. Das ist die Frage, ob wir nicht von hinten vielleicht daran fliegen sollten. Und schauen. Was haben wir hier für ein Zeichen? Dein Computer ist nur noch wenig Arbeit. Mein Computer hat nur noch wenig Arbeitsspeicher über. Ist das jetzt im Spiel oder in Echtzeit? Gute Frage, ne? Wenn, dann haben sie schlecht programmiert, weil ich habe verdammt viel Arbeitsspeicher da drinne. Und dass der so wenig hat, da passt was nicht, oder? Und die Anzeige ist falsch. Wir werden sehen, aber ich fliege jetzt einfach mal von hinten rum an unsere Station und schaue zu, dass ich vielleicht noch zwei weitere Leute bekomme. Und ich glaube, wir haben noch ein Defizit von zwei Personen. Okay. Da ist unsere Station, ne? Da wird auch gerade abgeholt oder gebracht, ich weiß nicht was. Dann gibt es hier hinten auch einen Dock. Ja, da. Ah, jetzt werden sie angezeigt, alles klar. Wie weit bin ich denn von dem Xotan weg? Auch reichlich, glaube ich. Das müsste alles soweit klappen dann. Docken wir da mal an. So, da sind wir. Und Eurek haben wir hier. Befehle betreten, Crew erneuern. Und da holen wir uns jetzt noch, ich glaube, zwei Leute. Das ist nur einer, ich wollte aber zwei. So, jetzt passt's. Was haben wir denn? Ach, Ingenieure gibt es hier tatsächlich auch. Hm, dann lass das mal gerade. Geh mal reingucken, was wir denn da für Leute haben und was nicht. Oh, die Logos haben sie auch geändert, wie man sieht. Das sah ein bisschen anders vorher aus.
Wir haben keine Bergmänner, wir haben Ingenieure. Das heißt aber, die können wir da rausnehmen. Ach ja, das hatten sie wohl auch geschrieben, dass sie die Menge der Leute hier geändert haben, ne? Das bedeutet eigentlich, dass wir hier nur einen brauchen bei 100% und da zwei und dann ist das Personal schon komplett fertig, oder? Hier ist sogar noch zu viel. Die würden wir allerdings entlassen. Lassen wir mal so. Eine Person könnten wir sogar noch hinzufügen. Piloten, Security, Enterer. Ja. Lassen wir so. Wie sieht's denn hier so insgesamt aus? Pitch oben unten ist schlecht. Ach, hier haben wir noch gar nichts reingesteckt, ne? Das ist ja ganz schlecht. Und was haben wir hier? Bergbausysteme haben wir sogar zwei. Und Material ist Xanion, das kenne ich noch gar nicht. Okay. Batterie-Upgrade. Aufladerate, das hört sich doch gut an hier. Wenn ich den jetzt da reinbaue, dann habe ich eine höhere Aufladerate. Energie nach Schildkonverter. Antriebs-Upgrade. Quantum 2 Hyperraum-Upgrade. Radar-Upgrade. C43-Detektor. Und da haben wir zwei von. Aber hier haben wir natürlich noch einen richtig guten. Den können wir mal gerade reinsetzen. Ich glaube, es wird nichts angezeigt. Also ist es gerade über. Geschützturm ist cool. Werkbausysteme. Markierungsreichweite. Dann haben wir ja den besseren. Radar Upgrade. Was machen wir rein? Quantum 2 Hyperraum Upgrade. Subraumsysteme. Generator Upgrade. Wo wir erzeugt Energie einmal auf Leerrad. Ah, gut, das muss auch rein. Was haben wir hier noch? Energiespeicher Plus. Und das Antriebsupgrade. Was machen wir noch rein? Machen wir den Detektor rein und dann ist erstmal gut, ne? Der fährt ganz schön schnell daneben her, ne, oder? Naja. Ich glaube, wir ziehen mal dann Leine hier. Weiß gar nicht, wo unser anderer ist. Da unten, okay. Das heißt, wir haben jetzt nur noch äußerst schwaches Schiff hier, wie da steht, ne? Und das liegt aber auch daran, dass wir jetzt gar nichts eingebaut haben. So, dann fehlen uns ja Waffenoffiziere wahrscheinlich noch, ne? Ja, das ist die Karte. Auch sehr interessant, ne? Haben wir hier weitergeguckt? Haben wir gar nicht gemacht, ne? Okay, hier können wir das noch verschieben. Da können wir noch einen einladen und hier fehlt es an Sachen, sag schon, an Bauoptionen. Da müssen wir mal noch gucken, dass wir was reinsetzen, ne? Flakgeschützturm. Ja, der ist außergewöhnlich. Tja, was machst du mit so einem Ding? Einbauen, oder? Geht nicht, muss ein Aronit sein. Kennen wir schon, ne? Da im Mann. So, jetzt haben wir den Flakgeschützturm und da haben wir Abwracker. Jetzt fehlt noch der Bergbauer.
Eigentlich sage, den brauchen wir nicht. Wir haben jemanden anders, der das für uns macht. Das bedeutet, wir gucken mal, was wir hier noch haben. Pulskartone, Bergbaugeschützturm. Das ist Doppel-Tesla-Geschützturm. Den, brauche ich nicht so hin und her schieben. Ich brauche den ja nur anklicken. Und dann bauen wir den dahin. Und jetzt ist er nicht mehr so. Wir sind nur schwach mit anderen Schiffen. Wir haben mehr Schub. Höchstgeschwindigkeit ist besser. Wir haben nötige Kanoniere. 6 von 4. Was sagt er jetzt hier? Gut, keine Ahnung. Wir gehen nochmal in P rein, um hier die 1 auszuwählen. Und hier auch die 1 auszuwählen. Ne? Passt dann schon, oder? Gut, ja, wir sind mit Bauen eigentlich noch gar nicht fertig, ne? Wir brauchen mehr Schutz, das ist definitiv auch klar. Sollen wir da nochmal reingucken? Titanplatten irgendwie oder sowas? Titanhülle, Titantriebwerk, Titanstein, Quartiere, Quarturdüsen. Ja, Flugschäumer, Produktion, Kante, Solarpanels wären vielleicht auch interessant, Generator, Energiecontainer, da, Panzerung. Panzerte Kante. War noch was Wichtiges hier? Ich glaube nicht, ne? Steinecken ist das hier. Super ergiebiger Stein. Keine Ahnung, wofür die gut sind. Die sind mir, glaube ich, auch neu. Glasecke, Glasecke. Ja, komm, dann geht's erstmal hier mit der Panzerung da los, ne? Was machen wir dann? Achso, wir haben da irgendwelche Gerüste schon angebaut und wollen wahrscheinlich dann noch ein bisschen was hier machen, ne? Aber ich sag mal so, wir machen erstmal hier. Machen wir das, hier haben wir das. Machen dann erstmal das. Ziehen den so klein wie es geht, aber da unten nicht hin. Setzen wir mal hier hin. Dorthin und dorthin. Und dann gehen wir. Wo ist denn jetzt? Hier ist die Panzerung. Machen das mal größer. Ja, das funktioniert wieder super, oder? Ein weiter, so machen wir das. Und dann machen wir es so. Das ist ja eigentlich schon nicht schlecht so, ne? Aber ich würde den jetzt gerne auf der Fläche verschieben, aber ich weiß nicht, wie das geht. Achso, dann geht es in mehrere Größen oder was? Ist dafür da. Ich
würde das gerne jetzt verschieben, aber das funktioniert nicht. Wie kriege ich das hin? Hm? Okay, da kann ich es färben. Das würde ich aber auch nicht. Ja. Gucken wir mal. Blöcke. Block durchziehen als rechtes auswählen. Blöcke reparieren. Ausgewählte Blöcke verschmelzen. Umdrehen. Achsen. Spiegelebene zur Auswahl verschieben. Na, das war es jetzt nicht, was ich machen wollte eigentlich, ne? Aber jetzt ist das so. Dann machen wir das mal kleiner. Das gefällt mir so aber nicht. Machen wir mal so. So, ne? Das ist schon gut so. Und das machen wir so. Oh, jetzt ist der doppelt so hoch geworden, so ein Shit. Komm, entfernen, will ich nicht haben. So, jetzt habe ich hier noch das S drunter gehabt. Und jetzt ist es richtig, ne? So. Jetzt müssen wir gucken, dass wir was anderes dahin kriegen. Gepanzerte Ecke. Ja, sehr interessant. Gefällt mir jetzt nicht wirklich, ne, die gepanzerte Ecke. Das ist hinten, das ist vorne. Gehen wir mal da. So. Und so. Jetzt müssen wir nur gucken, wo wir es hinkriegen, ne? Das ist unser Problem jetzt hier. Irgendwie gefällt mir das noch nicht. Das gefällt mir ganz und gar noch nicht. So wäre es doch was, oder? Und so ist auch ganz cool. Und dann noch so. Und dann haben wir einen Schutz nach links rechts schon gemacht, oder? Jetzt haben wir schon einen besseren Schutz. Steht da. Also oben. Das Blinken ist weg, oder? So, jetzt müssen wir das wieder ändern. So ist es dann richtig. Und zack, machen wir ganz einfach so. Im Weltall ist Aerodynamik ja nicht gefragt, ne? So, Pitch oben unten 005 minus, ist egal, spielt keine Rolle. Triebwerke waren noch gefragt, oder wie war das?
Dieses Triebwerk wollte ich haben. Steuerung V. Steuerung V. Ah ne, ich muss es jetzt anklicken. Steuerung C und dann Steuerung V. Und dann passt das schon. Zack. Und zack. Sieht gut aus. Und zack. Und zack. Läuft, oder? Jetzt ist die Kiste schneller dran, aber was uns jetzt noch fehlt, was wir gar nicht haben, ist ein Generator. Okay. Ich möchte diesen Generator dann nochmal irgendwo platzieren. Dafür müssen wir wieder so ein Gitterrost hier machen. Den hier. Und kopieren. Den da. Steuerung C, Steuerung V. Und bauen den mal dahin. Machen wir aber noch eine weitere Spiegelachse auf. Dann haben wir das gleich oben unten gespiegelt. So, dann nochmal in die Generatoren rein. Da. Nehmen wir aber die Spiegelachse wieder raus und kopieren den mal gerade. Und bauen da noch einen hin. Haben wir nicht so viel. Shit. 800, wir haben 371. Toll, läuft. Geht gar nicht. Okay, das würde bedeuten, das lassen wir dann mal sein. Gehen da raus. Gucken unser Schiff den Klotz nochmal so an. Hat ein bisschen mehr Schutz. Das ist ja schon mal was. Und uns fehlen Mechaniker, oder? Nee, nicht genug Ingenieure. Wir haben niemanden und brauchen wie viele Ingenieure? Einen noch dabei. Den Platz haben wir auch noch frei. Das heißt, wir könnten noch einen besorgen. Ist das Schiff weg, das Xoltan? Ich glaube schon, ne? Gut, das bedeutet, wir fliegen da mal hin. Der fliegt schon ziemlich schnell. Bremst du auch schnell noch ab? Na, ich glaube, da sind wir jetzt schwächer, ne? Naja, irgendwie kriegen wir das schon hin. Irgendwie ist es ja noch am Fliegen. Ah, Pitch oben unten ist schlecht, das hatten wir wohl festgestellt, ne? Okay. Docken wir dann nochmal an und holen uns noch einen Ingenieur. Docken. Crew anheuern. Und ein Ingo. Anheuern. Passt. Alien-Schiffe sind aufgetaucht, das ist schlecht. So drehen kann er schnell, ne? Aber so drehen nicht. Das gefällt mir nicht. Wo sind die Alien-Schiffe? Da oben, Xota, ne? Ja, so sieht's aus. Okay, wir haben jetzt erstmal hier die Leute zusammengekriegt, haben ein bisschen was gebastelt und also so und so kann er schnell, das ist schon wieder komisch, ne? Die kommen aber nicht hinher, ne? Was mit dem da? Auch Skotan, Xotan, Speer. Und was machen wir jetzt? Gute Frage, ne?
Trader Ölbohrturm Alpha. Wir verbessern. Ach so, weil wir gerade gehandelt haben auf dem Dingens wahrscheinlich. Auf der Ölplattform, ne? Piraten greifen den Sektor an. Die sind dort unten irgendwo. Da. Verwüster. Wen greifen die an? Ein Torpedo ist da gerade losgeflogen. Was macht man mit denen? Die macht man kaputt einfach aus dem Grunde, weil die unser Dingens angreifen. Unsere Basisstation, oder? Obwohl. Er wird vom Xotan angegriffen. Der Pirat da oben. Ja, der geht auch ganz schnell runter. Da fliegt ein Torpedo. Das ist nur noch ein Wrack da oben. Und der Verwüster, was macht der? Okay, das geht schon mal. Fliegen mal näher ran. Machen dreimal aus. Und schauen zu, dass wir den mal angreifen. Mal näher ran, ne? Okay. Jetzt kriegen wir aber wieder Haue. Müssen wir wieder aufpassen. Zu sehr im Hagel hier sind. Unten aufpassen. Was stand da jetzt? Er hat seine Fracht verloren oder was? Vielleicht hätten wir auch mal gerade unseren anderen hier nicht mit reinziehen sollen, ne? Das Schild leidet schon. Der ist aber gleich kaputt. Nicht mehr viel, dann haben wir ihn. So, der ist AD. Und hier ist ganz viel am Rumfliegen, ne? Okay. Wer ist das? Das ist er. Das ist ein Pirat. So, unser Schutzschild ist gleich weg. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir den erwischen hier. Baut sich ein bisschen wieder auf. Kriegen wir den hier noch abgefeuert? Kriege ich den nochmal? Ah, jetzt hat er irgendwas erwischt. So, jetzt ist unser Schild down. Jetzt müssen wir mehr aufpassen. Der ist kaputt. Der hat einen schönen grünen da.
Und da ist auch noch ein roter. Das ist nicht so gut da. Ich glaube, wir müssen mal gerade jetzt hier doch leider weg. Weil wir sonst gleich kaputt sind. Aber eigentlich gefällt mir das nicht. Was sagt er hier oben jetzt für ein Zeichen? Das ist wieder neu. Dein Schiff ist beschädigt. Okay, das haben wir wohl verstanden. Schild kommt hoch. So, da ist jetzt noch ein Pirat, das ist der da. Ja. Das ist aber ein Xotan-Speer. Und das sind Piraten, ne? Okay, ich muss aber gerade erst reparieren. Ich habe nicht nur genug Naonit, um das zu reparieren. Das ist schon mal schlecht. Schild kommt hoch. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Wer ist 19 und wer ist 18? Okay. Müssen wir mal gucken, dass wir da hinkommen. Meine Waffe geht nicht. Jetzt geht's so. Ich weiß die Reichweite jetzt nicht. F, 8. Der ist weiter weg. Das bedeutet, der ist am nächsten, ja. Da kriegen wir den auch noch gerade ins Visier. Ja, das war's dann, ne? Ich weiß jetzt nicht, warum er wieder nicht schießt, aber da überhitzt ist. Oder? Wahrscheinlich, oder? Ist mir jetzt nicht ganz klar. Jetzt fliegen wir mal näher ran. Jetzt ist er wieder kaputt. Okay, das bedeutet umkehren, weg und alles ist gut erstmal. Ja, das habe ich jetzt noch nicht so ganz geschnallt, warum der nicht schießen möchte, aber wir werden aus dem Gefecht uns erst gerade erstmal raushalten, ein bisschen Gas machen, dass wir hier gerade wegkommen. Ich glaube, wir haben unten rechts ein Triebwerk verloren oder wir haben eins vergessen zu bauen, das weiß ich jetzt nicht, aber erstmal fliegen wir jetzt von dann. Weil wir jetzt gerade nicht so die Möglichkeit haben, diese Piraten anzugreifen. Ich denke, da kümmern wir uns demnächst drum, wenn wir dann die besseren Optionen haben. Da müssen wir erstmal schauen, dass wir irgendwie an Naonit kommen, damit wir unser Schiff auch reparieren können. Wir haben nur 50% Hülle. Da sehen wir zu, dass wir es fertig kriegen, würde ich sagen. Ne? Also ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Denkt dran, wenn ihr noch kein Abo habt, macht eins, findet ihr mich leichter. Und zum Zweiten, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Bis dann, tschüss.